Brauchgerät oder Kunstobjekt? Richtig, Kunstobjekt. Brauchgerät oder Kunstobjekt? Richtig, es handelt sich um ein Kunstobjekt. Kunstobjekt oder Rauchgerät? Richtig, es handelt sich hier um ein Rauchgerät. Schaut euch dieses Teil an. Na, was ist das? Ein Hund? Rauchgerät oder Kunstobjekt? Kein Rauchgerät. Kunstobjekt oder Rauchgerät? Da stehen einem doch die Hörner zu Berge. Schaut euch dieses Teil an. Es ist wirklich ein Rauchgerät. Hier müsst ihr den Kopf drauf tun am besten. Und hier drin wird gezogen. Wichtig ist, ziehen, nicht blasen. Also, Rauchgerät, nicht Kunstobjekt. Beziehungsweise eigentlich ist beides. Rauchgerät oder Kunstobjekt? Richtig, Kunstobjekt. Obwohl man sich das auch mit Schillum und Kopf wahrscheinlich als Wasserpfeife umbauen könnte. Sehr schön. Was ist es diesmal? Kunstobjekt oder Bauchgerät? Elefantös. Wow! Schaut euch dieses Teil an. Ich darf es leider nicht rauchen, weil dann könnten sie es schlecht verkaufen, logischerweise. Aber ich sage euch, es ist echt ein Rauchgerät. Rauchgerät oder Kunstobjekt? Da steht man doch wie Ochs vorm Berg. Nein, es ist ein Kunstobjekt. Ein sehr schönes. Und natürlich kein Ochse, das ist ein Stier. Rauchgerät oder Kunstobjekt? Ihr habt schon erkannt, oder? Natürlich ein Rauchgerät. Schaut euch dieses Ding an. Ich kann es jetzt leider nicht rauchen. Aber man sieht, wie sich das hier, wie die Krone sich bewegt beim Rauchen. Ja? Wahnsinn. Richtig geraten. Rauchgerät oder Kunstobjekt? Ja, richtig. Es ist ein Kunstobjekt zum Rauchen. Also da kriegt man wahrscheinlich Flügel, wenn man es raucht. Und ja, es ist eigentlich für mich fast schon zu schade, um sowas zu rauchen. Aber einfach genial, oder? Schaut euch das an. Grüß Gott! Ist das ein Rauchgerät oder ist es ein Kunstobjekt?
Ihr werdet euch fragen, warum ich so komisch rede. Wir haben erfahren, dass auf unserem Territorium geraucht wurde. Ab 4.20 Uhr wird zurückgeraucht. Hey ihr Lieben, ja, Kunst oder Rauchobjekt, das war die Sendung und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ja, ihr konntet nur mitraten, in dieser kurzen Sendung gab es leider nichts zu gewinnen. Gibt halt nicht immer was zu gewinnen, aber wir waren bei Glaspunkt in Burghausen und haben für euch live mitgedreht, wie so eine Bombe gemacht wird, super Jungs. Tolle Sachen machen die und ihr könnt eine Bon, die wirklich dort gemacht haben, die ihr im Video dann seht, gewinnen. Dazu müsst ihr das nächste Video mit den Jungs schauen. Ja, also seid dabei, abonniert uns und macht vielleicht die Glocke an, dann verpasst ihr kein Video mehr. Bis die Tage. Ciao.